Hey Leute, was geht ab? Ich bin Patrick Vespasiani, Schwergewichtskämpfer vom MMA Spirit. Dieses Wochenende begleitet ihr mich zu meinem zweiten Profikampf im Bonner Maritim Hotel. Ich bin nicht so, also nie aufgeregt vom Kampf, weil ich auch im Einsatz war, war ja in Mali 5 Monate. Da habe ich die ein oder andere Situation auch erlebt, die schon extremer ist wie in MMA. Also ich war eingesetzt als Scharfschütze. 3 Kilometer vor meinem Turm ist dann eine Autobombe detoniert. Die haben dann eine französische Patrouille hochgesprengt und hat mich aus dem Urlaubsmodus rausgeholt. Endlich angekommen. Jetzt wird erstmal eingecheckt und dann geht's auf die Waage. Waage geschafft, 106 im Point glatt, wie ich gesagt habe. Jetzt geht's zum Fotoshooting. Das Shooting ist geschafft. Jetzt geht's in den Videoraum, es werden noch ein paar Videos gemacht, Interviews geführt und dann gibt's erstmal Mittagessen. Like you didn't do. Like this. Okay. Nice. Tells my story. Ich meditiere so an sich immer. Ich mache das wirklich 2-mal am Tag, 3-mal am Tag, je nach Lust und Laune. Total. Man ist viel ausgeglichener, mehr Power. Hi. Hallo mein Schatz, wie geht's dir? Alles gut? Ja, geht's dir? Soweit gut. Und wie geht's dir? Ja. Freust du dich schon auf morgen? Ja. Ich liebe dich, ciao. Steaks mit Kartoffelbrei. Natürlich ist es wichtig, jetzt nicht mehr so viel Fisch, nicht mehr zu viel Fett zu essen. Ne? Man sollte schon darauf achten, dass man auch schön kohlenhydratlastig ist, dass man auch schön wieder Power generiert. Das ist ganz genau. Hi guys, my name is Joto Peregrino, Joto Lutebach. And then I'm here with my friends from MMA Spirit, very good guys. I'm really, really happy to be here, you know. And so soon, we're gonna come to train again together, okay? 100%. Yeah. 100%. And then guys, please. Are you online? Are you live? We are live. No, you are live, bro? We're not live. I don't wanna walk with this guy, it's too big, man. Look. Porra. Eat, bro. Eat. Tomorrow you're gonna destroy, bro. Have a weight. Do mousse, Jacobi, wait, bro. Do mousse, yeah? Do mousse. Parmigiano darf natürlich nicht fehlen. Bei uns Italienern ist es echt ein Muss. Ich übertreibe auch immer gerne. Ich bin Mohammed Samra. 24 Jahre alt. Patrick Vespasiani, sein bester Freund. Au. Ich bin der Asab, ich bin ein Freund von Patrick. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Die harte Arbeit wird auf jeden Fall Früchte tragen. Morgen ist auf jeden Fall Smashtime angesagt. Jetzt geht's zum Arztcheck. Der guckt, ob alles in Ordnung ist. Der guckt, ob die Maschine läuft. V12 Biturbo. Das ist jetzt so ein Ärztebericht. Da tun die dann, tust du dich erklären, dass du fit bist. Die gucken nach dem Blutdruck, Puls, dies, das, ob du Fieber hast. Und das ist auch eine kleine Absicherung einfach von der GEMAF, dass man halt dann nicht sagen kann, ja, ich war ja nicht in der Lage. Ja. So,
So, jetzt haben wir noch eine knappe Stunde bis zum Face-Off und da lege ich mich auf jeden Fall mal noch ein bisschen hin. Alla, bis später. Auf geht's zum Face-Off. Guten Abend! Fighting out of MMA Spirit Germany! With an official weight of 106.15 kilograms, give it up for Patrick El Gladiator Vespasiani! Good fire show, ladies and gentlemen. So, Hunger, Durst, wird jetzt gestillt, oder? Ja, ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht, Mann. Mir ging's immer gestern gut. Hat er mir so leid getan. Das wird krass morgen. Welcome to MMA Spirit Family. Der Spezial ist ein Heavyweight, das heißt, Heavyweights haben immer Hunger. So. Dann machen wir deine Luca auf. Warte, was sagst du jetzt? Na, du da brauchst du. Nein. Did you know that you just hired Karim Benzema? Come on! Ist nicht schlecht. Rasa fragt mich gerade, warum ich so sensibel bin, wenn die Wespen oder Bienen hin und her fliegen. Das ist ganz einfach. Ich wurde am Niederrodener See, das ist ein See bei uns, sogar in die. Ich war FKK, ich schwör's dir, ich war FKK. Ich schlag da, die Biene kommt, landet vorne drauf. Und ich guck so, und ich schwör's dir, so, es gibt gar keinen Grund zu stechen. Auf einmal, bang! Und ich guck, ich hab halt aufgeschrien. Die Leute haben natürlich geguckt, meine Ex-Frau ist hin, Dings, und hat dann direkt gezogen. Die hat Dings. Aber ein Ding genuckelt, ist das Gift natürlich raus. Bin dann runter ins Wasser, um es abzukühlen. Dann wird er immer dicker. So, alle Leute wollen wissen, wie das aussieht. Angeschwollen. Richtig dick. Deswegen reagiere ich einfach ein bisschen nervös. Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Rasa. Ich bin aktuell der Ringetrainer in MMA Spirit. Und dieses Wochenende betreue ich unsere Kämpfer Patrick und Max bei der NFC. Dankeschön. Jawohl, jetzt wird Tiramisu gegessen. Jetzt tun wir noch ein bisschen Ring, tun nochmal an den kleinen Feinheiten feilen, gehen den Gameplan nochmal durch und dann geht's ins Bett. Schwer sitzen, schwer sitzen. Und jetzt kannst du postern, jetzt kannst du schlagen. Wenn du den Abrad verlieren kannst, dann mit links, jawohl. Und schwer auf den Atem aus. Das macht die Muskulatur locker. Durchblutung. Alles. Ein paar Stunden bis zum Event und ich freue mich schon. Extrem. Ich bin Fabo, Strength and Conditioning Coach vom MMA Spirit und ja, bin jetzt gerade hier in Bonn angereist, werde heute Patrick und Max jetzt mit einer kleinen Warm-Up-Session noch fit machen für den Abend. Bleibt dran. Mein Job hier ist jetzt gewesen, Patrick vorzubereiten für die letzte Session vor dem Kampf. Und da geht es eben darum, die richtigen Muskeln sozusagen aufzuwecken und somit auch die Muster und Bewegungen perfekt umsetzen kann, die er jetzt hier durchführen soll. What's up, man? What are you doing? It's just a little bit secret. Ich trage ihn und ich mach's kurz. Ah. Keine Angst, du musst dich nur so kompakt machen.
So, wenn ich dich hochhebe in der Luft, ja, musst du dich nur so machen wie Gewicht. An den Fenster einfach. Weißt du, ja. Boah, was siehst du? Gut, Holz. Du. Ja. Let's go. Baba! Crazy Iranian Wrestler. Wenn kein Gewicht gibt, man muss doch irgendwie trainieren. So, das sind meine Jungs vom Alpha 2. Da hinten ist der Schmidi, unser Ausbilder. Der beste Mann, er hat uns geprägt. Nur wegen ihm ist er ein Champion geworden. Angestrengt worden, du bist angeschossen worden, du hast einen scheiß Leiche neben dir liegen gehabt, du hast einen Kameraden neben dir gelegen gehabt, der keine Beine mehr hatte. Dann hat es auf einmal von links geknallt, von rechts geknallt. Innerhalb von ein paar Sekunden war aus Spaß ernst. Und das ist heute ein Ding. Heute ist ernst. Vespasiani! So, das ist meine Familie, das ist meine Mutter. Hallo! Meine Schwester und Hallo. Das ist unser Daddy. Letztes Mal war perfekt. Also, dann machen wir es heute wieder so. Bandagieren ist ganz wichtig. Gerade beim MMA hat man ja fingerfreie Handschuhe an und da ist auch gerade der Daumen immer in der Bretouille. Das erbricht auf jeden Fall. Ich habe ja noch die Reste von Max abgestaubt. Granatapfel. Gesund, erfrischend, auch mal ein bisschen wach, ein bisschen Energie tanken für den langen Abend. Ja, heute ist soweit. Perfekt vorbereitet. Erster Kampf des Abends, direkt mit dem Feuerwerk. Also, für die, die unsere Strength and Condition Coach nicht kennen, das ist der Fabrizio. Der Fabrizio arbeitet seit 5 Jahren schon mit uns und begleitet und betreut unsere Kämpfer. Was er gerade hier macht, er arbeitet an Mobility und Aufwärmung mit Patrick, dass er in seinem besten Zustand kämpfen kann. Puls wird hochgebracht, langsam hoch und dann ein bisschen an Mobility gearbeitet. Einmal noch. I'm 27 years old. I am MMA Spirit grappling coach, and right now I'm working with Max Koga and Patrick Vespiani on their fight at NFC 10. So, hallo, mein Name ist Raul Lembranski. Ich kämpfe für das MMA Spirit Frankfurt. Wir sind hier bei der NFC und supporten unsere Jungs Max Koga und Patrick. Wir holen heute 2 Siege nach Hause aus. Yes, hello, my name is Alexander Uvelko. I am NFC champion from MMA Spirit and Frankfurt, and we will support today Max Koga and Patrick. Good luck. We will do it. Pop the jab, not from the outside. Servus, mein Name ist Daniel Agai, ich bin da heute, um den Max und Patrick zu supporten und ich hoffe, wir haben beide Siege. Prost! Geht's jetzt gut? Ja, bei dir war's wieder. Ja, unser Coach beschwert sich, das wird gut riechen. Er beschwert sich. Ich gestern Abend musste ich mir so eine Nasensprühe machen, weil ich hab den Geruch nicht aus meiner Nase rausgekommen. Bitte komm nie mehr mit Parfüm ins Training. Das ist was anderes. Wie riechst du denn? Egal, ich verschweiß.
It's not an easy opponent. Yeah. Tough boy, Patrick. Doesn't matter. You did the best. Patrick, danke. Sehr guter Kampf. Das heißt, wenn du Nasengips haben willst. Hey, boys. Hard fight. Thank you, man. Yeah. Tut mir leid, aber ich bin einfach dazu. Einer muss gewinnen, aber du warst echt verdammt stark, Mensch. Also, ich sehe Moment. Ja, Sir, ich sehe dich. Ja, ich mache Hallo gesagt. Alles gut, alles ja. gut. Es gibt Wichtigeres in diesem Moment. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Das ist meine Cousine. Ein absoluter Herz. Moment. Kommt gut nach Hause. Ciao, ciao.